Hey Rambas, schön, dass ihr euch wieder entschlossen habt, hier auf das Video zu klicken und mir hier ein paar Minuten eurer Zeit gebt. Deswegen ein Panzer, den ihr natürlich sehr gerne habt, und zwar den Rheinmetall-Borsig-Waffenträger. Deutscher Stahl ist zu viel gesagt, eher deutsches Blech, aber dafür mit einer Kanone, die wirklich was kann. Hier in dem Fall hat er die, in Anführungszeichen, kleine montiert. Nicht die 15 cm, sondern die 12,8er ist das in dem Fall. Aber dafür hat die mehr Durchschlag, lädt schneller nach. Ist halt einfach so eine Glaubensfrage, welche man von beiden lieber hat. Ich persönlich mag auch diese hier lieber. Der Mali 2000 ist hier Top-Tier. 6er, 7er, wobei sein Team 2,8er mehr hat. Dafür hat der Gegner wieder mehr 7er. Also ist ein bisschen Glaubensfrage. Und 8er Gefecht natürlich. Die Frage, wo stellt man sich hier mit einem TD hin, der keine Panzerung hat, ist natürlich immer erstmal nicht so leicht zu beantworten. Manche stellen sich hier oben hin. Ich zum Beispiel, da gibt es nämlich ein, zwei Büsche, wo man sich auch noch vernünftig dahinter verstecken kann. Natürlich gibt es auch die Anhöhen, auf die man drauf fahren kann. Aber er scheinbar macht gar nichts davon. Da hat er schon den ersten, aber leider kein Damage anbringen können. Vielleicht kommt ja der nächste hier gleich hoch, ja. Aber man sieht, die Zeit ist sehr kurz und da kriegt er ihn noch. Sehr gut. Und jetzt noch ein IS-6. Komm, reload, 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 reload. Ah, ich glaube, weiß nicht, ob der getroffen hat. Aber da hätte man lieber den T29 genommen. So, und da kommt jetzt nochmal der nächste. Und der kriegt aber dann doch nochmal der T34. Und unglaublich, wie viel da hochkommt. Sieht man also, die Position erstmal einzunehmen am Anfang der Runde ist clever. Merke ich mir selber auch mal. Da kommt schon wieder der nächste. Und auch der bekommt eine. Ja, das muss man sagen, hat sich für ihn hier schon gelohnt. Und der kommt sogar nochmal zurück. Das ist ja nett. So, Blindshot, der dürfte geklappt haben. Jetzt muss er aufpassen, neben ihm ploppt nämlich ein 110er auf. Dementsprechend bekommt das jetzt auch von vorne. So, Black Prince. Ne, da ist der Helm einfach doch zu hart, kommt nicht durch. Ja, der 110er weg. Jetzt kann er sich wieder gemächlich auf die Burg oder das Kloster oder was auch immer das ist, konzentrieren. Jetzt aber klappt's mit dem Black Prince. So, nun etwas Rückwärtsgang hinter den nächsten Busch. Mal schauen, was er jetzt so bekommt. Auf jeden Fall hat sein Kollege hier im IS-6 jetzt massive Probleme, weil der Gegner denkt sich jetzt, ja gut, der eine, den machen wir jetzt mal endlich weg. Kommt hier auch noch nichts drauf, aber die werden jetzt langsam runterkommen und dann dürfte eigentlich schießen können. Und weg ist er. So, den T29 und da kommt jetzt der Jagdtiger wieder vorne, genau. Und jetzt, glaube ich, sieht man langsam, warum ich persönlich die, in Anführungszeichen, kleine Waffe da bevorzuge. Aber die machen das auch sehr schlecht, die warten da wirklich ab, dass jeder mal schießen kann und fahrt da wieder hoch. Also die müssten eigentlich nur runter rushen, die Jungs. Gerade gegen TDs. So, und der T29 bekommt auch noch eine saftige Schelle. So, und da muss er ein bisschen aufpassen. Rechts von ihm, da unten ist nämlich auch noch der T34. Aber jetzt guckt erstmal wieder er hier, aber gut, weg ist er, der T29.
So, jetzt der AMX kommt auf den drauf. Yep. Und yep. Er kommt drauf und er nimmt ihn direkt raus. Sehr schön. So, T34, auch du bekommst direkt eine. Also, er kann ja phänomenal wirken. Und das, obwohl der Panzer ja wirklich keine gute Gun Depression hat. Und jetzt nimmt er auch den raus. Und da ist... Ah, RV. Komm schon. Ja, kommt aber so, glaube ich, noch nicht drauf, ja. Wow. Eieiei. Da hat aber ihn jemand gar nicht lieb, du. So, RV gibt jetzt auch mal Fersengeld. Da ist ein anderer Borsig. Auf den kommt er drauf. Aim, aim, aim. Und zack, klappt es auch mit dem Damage-Nachbarn. So, der zieht sich jetzt aber so weit zurück, dass er gleich nicht mehr drauf kommt. Jetzt fährt er wohl da eher so. Die Artis lässt jetzt mal Artis sein, sondern er will hier nochmal den Kill machen. Sehr fein. So. FV haut ab. Oh nein, er kettet ihn. Wie bitter ist das denn? So. Ah, da hätte er... Es war aber ganz knapp dran, dass er den Kill bekommt. So, und jetzt die andere Arti. Aber... Ja, mal schauen, ob er da noch den Killshot landen kann. Haut er ab, dass er den... Also sowas. Hätte er ihn doch hier mal den Kill gönnen können. Naja, egal. 6327 Schaden konnte er machen und auch noch 1600 unterstützen. Er hat auch lustigerweise die Aufklärermedaille bekommen. Also, sehr fein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Rheinmetall Borsig ist, glaube ich, immer wieder ein Blick wert. Ihr wisst, lasst einen Daumen da. Ein Kommentar ist auch gern gesehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.